wir beim nächsten Spiel. Und ich habe eine Dame dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Doomsday gegen 12 Post. Gegen 12 Post. Mit Schere, Stein, Papier. Ja. Mit Schere, Stein, Papier. Papier gegen Lobsterschere. Das heißt, 12 Post beginnt. Interessant, interessant. 12 Post ist hier, glaube ich, der falsche Name. Es gilt halt als Post. Ich bin halt oldschool, ich kenne das nochmal 12 Post. Ich glaube, es spielt nur 10 Posts. Und es wird auch, glaube ich, nur noch Post genannt. Hauptsache, das Deck ist es ein Post-Deck. Genau, es ist ein Post-Deck. Auf der anderen Seite Doomsday, aktuell ja eins der Top-Contender-Decks. Ja. Von der Spielstärke her sind wir, glaube ich, beide bei Doomsday. Ja. Die Frage ist, wie ist das Matchup dafür? Boah. Das kommt drauf an, was da von der Liste bei Post gespielt wird, weil wenn der Mainboard hier diese Artefakte spielt, von wegen alles kostet ein Mana mehr, kotzt Doomsday schon hart. Ja. Weil wenn Doomsday dann auf einmal 4 Mana kostet und ja, die Rits dafür 2 Mana, wird's schon eng. Ja, vor allem das Interessante daran ist ja, 12 Post kann ja auch tatsächlich relativ zügig mal was raushauen an dicken Sachen. Und Doomsday hat ja nicht immer den Turn 1 Doomsday. Ja, oder halt ein Doomsday-Pile, der in dem Zug gewinnt. Ja. Weil du musst halt auch mit rechnen, Doomsday halbiert die Leben. Ja, wobei so viel Schaden schießt 12 Post halt nicht, außer... Ne gut, die Reclaimer sind halt mittlerweile da drin, als 3-4er können die mal ordentlich Schaden schießen. Das wird Ursas Saga drin sein. Wird Ursas Saga drin sein, das stimmt. Das kann halt auch wehtun und du kannst halt auch mal so 20-20 machen. Das ist ein Dark-Doof. Wollte kurz sagen, weil du kannst dann theoretisch auch... Da ist Dark-Doof drin. Klar. Ja, stimmt, du spielst ja mit den Thespian-Stages. Ja, und mit den Reclaimern. Ja, und Reclaimer, da kannst du mal ganz kurz einen Dark-Doof machen. Deswegen, also das Petal, ist kein Problem. Interessant. So. Ich sehe da noch einen Busejo. Was da? Das scheint auch gespielt zu werden. Ja. Mhm. Reclaimer, wenn er ihn hat. Ja, das sah nach Reclaimer. Oder ist das. Ach nee, das ist keine Mulch-Liste, ne? Nee, man kann, glaube ich, auch Crop Rotation versuchen. Auf das. Ja, da ist ein. Da waren Days. Spannend, da war ein Doomsday auf der Hand und Days. Ich glaube, ich hätte auf den Fetch hätte ich reagiert und gecroppt. Allein schon wegen Days. Ja, die Frage ist, worüber man reincroppen? Worin kann man croppen? In das grüne Urborg. Ich habe den Namen vergessen. Yabimaya. Das ist korrekt. Ansonsten ist halt die Frage, was die Hand hat. Aber ich sehe jetzt halt auch nichts. Das ist ein Dark Red. Handkarte. Oh, Brainstorm. Spannend. 1, 2, 3. Das ist Strix. Da ist irgendeine blaue Karte und nochmal eine blaue Karte. Das eine ist Personal Tutor, ne? Personal Tutor. Und, oh, noch weiß ich gar nicht. Das ist noch die Blue-Black. Also wir haben hier einen Blue-Black-Doomsday vor uns. Ach stimmt, da ist kein Weiß drin. Genau, ist kein Weiß drin. Und das andere, was da drauf ist, ist ein Abwägen. Oder auch Consider genannt. Ah, ja. In dem Frame hier. Grünsinn. In dem FNM-Frame, genau. Consider ja auch quasi Teil der Combo. Kein Mana. Spannend. Spannend. Nur ein Mana, boah. Da kommt Post, Go. Consider, die Karte tut man weg. Draw eine Karte. Oh, das ist ein Brainstorm. Boah, feiert man den hier? Ich glaube ja. Boah. Man will ja ein Land finden. Das ist schon echt schwierig. Ja, aber das passiert halt. Sieht man mal drei Karten. Da ist ein Preordain, Street Draft. Und Cavern of Souls. Oh mein Gott. Oh, du kannst jetzt mit einem gezielten Wasteland den komplett von farbigen Mana abschnüren. Ja, aber Dwarf Post spielt halt keine Wastelands. Ich glaube, hier war auch bewusst, gegen welches Deck man spielt. Ansonsten würde man sowas. Boah. Da ist aber ein Teferi. Oder bin ich jetzt schief geschnitten? Wo ist da ein Teferi? Ganz oben. Der Hoopballer. Oh ja, stimmt. Ist mit Weiß. Spannend. Also wenn ich jetzt nicht ganz schief gewickelt bin. Ne, ich glaube, du hast recht. Spannend. Dann ist es auf jeden Fall ein Esper-Doomsday. Oh. Was ich auch persönlich, aber das ist eine persönliche Sache, ich finde Esper-Doomsday so viel besser. Alleine durch Teferi macht es so viel schöner.
Ja. Oh, man hat das Orakel auf der Hand. Die Kontrollmöglichkeiten halt auch und alles. So. Count of Souls auf mehr Volk? Bird. Damit die Strix durchkommt. Bestimmt Bird. Damit man die Strix überhaupt casten kann. Och, ja. Also tatsächlich würde ich hier anstelle des Doomsday-Spielers tatsächlich Bird sagen. Ja, vor allen Dingen weißt du, da du keinen Counter fürchten musst. Mhm. Und du brauchst ja als erstmal nur den Cantrip. Pethineal. Du sagst kein Wasteland an. Nee, aber man könnte, Street wenn man weiß, dass blau ist, den Ding nehmen. Street Rave könnte man nehmen. Den könnte man nehmen. Teferi. Wenn man weiß. Wenn man weiß, genau. Boah, aber sonst. Du kannst. Nee, ich glaube, sonst war es das. Fetchländer halt. Ja, ja. Da ist ein Preordain. Den anderen Cycler? Kabal-Ritual. Cable-Rit. Okay, Doomsday. 2, 4, 6 Karten. Boah, der Pile ist jetzt schon relativ gut gebaut. Dann könnte man sogar hergegangen sein, Mehrfolg angesagt haben. Wäre auf jeden Fall besser jetzt in dem Pile wie Strix. Ja, okay, du kannst ja auch einfach, du kannst ja theoretisch Oh, da ist ein Force und ein Daze noch auf der Hand. Und zwar Playable Force und Daze. Wuff. Das würde ich einfach forcen. Boah. Das würde ich einfach forcen. Ich weiß nicht, was da kommen soll. Ja, was soll kommen? Das ist eine gute Frage. Ja, halt vielleicht mehr von den Dingländern. Post? Ja. Oder welche? Postländer. Falls du noch einen Zug kriegst, du den was Fettes dahin schon hast. Oder halt tatsächlich sowas wie eine Thespian Stage. Dann geht man in seinen Zug, droppt einen Dark Duft. Wenn der Gegner nicht in einem Zug gewinnt, taucht man dem Dark Duft tot. Ja, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass der Gegner hat jetzt verkackt. Nee, aber je nachdem kann es bei Doomsday manchmal sein, dass man gerade, wenn man auf 2 auf so awkward Mana rumläuft, ja, je nachdem, stimmt, was angesagt wurde, wirklich awkward rumläuft. Ich weiß nicht, ob die Version hier noch das LED spielt, aber das LED kann er nicht benutzen, weil er hat das Oracle auf der Hand. Ich weiß nicht, wie viele Oracles er spielt. Und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die Doomsday wirklich ein anstrengendes Deck machen. Ein sehr spannendes, sehr schönes Deck. Ja. Aber wirklich, wirklich schwer machen, wenn man da kompetitiv länger mitspielen möchte. Prinzipiell findet man irgendwann immer wieder dieselben Piles oder zumindest dieselben Wege. Aber das hier ist kein Standardszenario, wo du einen Standard-Pile bauen kannst, meiner Meinung nach. Nee. Oder vielleicht habe ich auch Doomsday zu wenig gespielt. Ich habe erst, als ich Doomsday aktiv gespielt habe, waren noch Töpfchen da drin. Ach du Scheiße, ja. Und dann habe ich eine Runde damit gespielt, jetzt in der neuen Version, aber das ist auch schon ewig her und das war nicht so relevant. Da ist auf jeden Fall ein Land dabei. Ja, wie gesagt, ich würde halt auch irgendwie einen Pile nehmen mit einem Land und einem Fetchland. Fetchland obendrauf. Ja, musst du. Und dann einfach nur Cycler. Genau, Cycler. Dann bist du die Runde dann du hast durch. 3 Cycler, ein Land und ein Fetchland. Damit bist du durch. Theoretisch reichen 2 Cycler. Also du musst, um sicher zu gehen, musst du 3 haben, weil du einmal durchschaffelst. Nee, musst du nicht. Nee, du legst die Cycler oben drauf. Du nimmst Cycler, 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 Fetchland und bist du. Ja, du kannst auch, du kannst 2 Cycler und irgendwas nehmen. Legst das Fetchland. Ah, nee, du ziehst das Fetchland nächste Runde. Nee, du kannst Cycler, 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 dann das Fetchland und dann das Land, was du fetchst, ja. Ja, das wäre jetzt eine Idee. Das sieht. Ist noch ein Land? Street Draft, Duel. Das sah aus wie ein Standardland. Oder Petal oder so. Na gut, man kann natürlich jetzt auf die sichere Route gehen, aber einen zweiten. Zweites Oracle, ja, da ist ein zweites Oracle im Pile. Boah, aber geht man hier wirklich. Fetch, Fetch. Ja. Wow. Dann kann man einmal das Deck sich angucken vom Gegner. Ich glaube nicht, dass 12 Post hier das möchte, weil. Wisst ihr jetzt nicht, was 12 Frost hier mit 2 Mana machen kann, um den Schaden reinzudrücken?
Da wird noch rumsortiert und dann. So, jetzt ist die Frage. Ja, Leben sind 24 Walk in my Lista für x gleich 2. Heißt, man hat hier schon die Pistole auf der Brust. Das wäre natürlich echt krass gewesen, wenn man hier das Crop Rotation durchbekommen hätte. Dann wären das 3, 6, 7, 8, 8 Stück gewesen. Dann wäre die auf 4 gewesen, dann wäre man relativ nah an Liefel dran. Und hier hat man auch schon, je nach Cycler. Hat er. Das ist hier, du verlierst 2 Leben, ziehst. Nee, das ist. Von Street Drive. Street Drive, Street Drive. Das ist natürlich auch spannend. Das ist auch wirklich spannend. Das ist Oracle. Ja, 2 Karten. Das heißt, wenn man es abschießt, geht er in die nächste Runde. Ja, 3. Ja, spannend. Aber war tatsächlich für 12-Post-Seite wahrscheinlich sogar noch gewinnbar im Sinne von, er hat gedacht, das gesehen. Und man hat hier einen sehr, sehr guten Pile gebaut, der halt nicht nochmal die Chance gab, das zu machen. Boah, das war aber echt. Ja, ist spannend tatsächlich, wie man es baut. Auch mit der Ballista dann auf einmal. Aber jetzt kann natürlich 12-Post ungemein viel Hate reinbohren. Ja, genau. Also jetzt kann halt wirklich Thorn of Amethyst beziehungsweise Sphere of Resistance und sowas kann halt kommen. Oder sowas. All dieser ganze Hate. Chalice, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Dafür ist der zu sehr auf 1 gesetzt. Andererseits ist halt auf Doomsday kann halt jetzt ein bisschen was an Removal reinnehmen. Jo. Also zum Beispiel Swords oder so. Wenn die das überhaupt brauchen. Nee, je nachdem, wie schnell so ein Typ kommt. Also wenn in der ersten Runde so ein Reclaimer kommt, ist das schon heftig. Ach, getapptes Land Go ist schon mal schlecht. Thought Season. Force. Preordain. Das Land. Auf der anderen Seite von 12 Post sieht man nicht so viel. Dank grünem Pulli. Schöne, heller Background. Yes, wie sich das gehört. Aber spannend. Also ich glaube tatsächlich, dass das 12 Post hier auf jeden Fall hinten ist im Matchup. Ja. Allerdings auch die Möglichkeit hat, meiner Meinung nach, das Spiel zu gewinnen. Ja, wenn der halt einen schnellen Start bekommt und dann auf einmal so einen fetten Eldrazi droppt. Ja, was heißt fetter Eldrazi? Wie gesagt, es reicht. Dark Grid. Thoughtseize. Spannend. Das Ulamog, da sind 2 Endurance. 2 Reclaimer und da ist noch eine Festplatte. Dark Grid. Doomsday. Dark Grid, Doomsday. Boah. So. Hast noch ein schwarzes Mana. Ja. Gibt man auf 8 Leben. Boah. Ja, die Hand ist aber auch echt nicht gut. Ich meine, ja, man hat einen Endurance, da muss man einmal versuchen durchzugehen, aber man kann ja hier als Doomsday-Spieler auch einfach eine Runde lang mit einem Discarder arbeiten und danach lullen. Also das Ja, das ist halt jetzt gerade echt schlecht. Ja, wobei, selbst wenn du den Discarder zündest, frisst die Endurance. Also das ist halt auch bei den vielen Karten im Friedhof ein bisschen schwierig. Ne, die Karten gehen jetzt raus. Stimmt. Da steht sie gleich nur noch ein Doomsday drin. Das heißt, du hast einen schlechten Draw mit dem Doomsday. Ja, du machst den Discarder, bist patient. Ja. Stimmt. Deswegen, also das ist ziemlich, ziemlich safe. Uiuiuiui. So, wird einmal das wunderschöne Doomsday ausgebreitet. Bitte sehe einmal Grütze im Glas. Unser dummster Spieler hat die Angewohnheit, möglichst viele verschiedene Artworks von derselben Karte zu spielen. Damit eben genau bei den Aktionen, die man jetzt gerade macht, möglichst für den Gegner es nicht einsichtig ist, welche Karten jetzt noch drin sind und welche nicht. Deswegen er mittlerweile sogar schon gealterte Duels spielt, ja. Damit die Duels nicht dieselbe Farbe nicht gleich aussehen. Genau, damit es wirklich durchgehend schwierig ist, das zu sehen. Und das ist halt echt. Das macht nicht viel.
Und das ist halt genau der Punkt, den ich super interessant daran finde. Weil das ist eine Taktik, die habe ich bei Doomsday ein oder zwei Mal gesehen, aber noch nie in diesem Exzess. Da ist halt wirklich alles Speed-Draft Cycle. Unterschiedlich. Speed-Draft Cycle. Sieht jetzt Land. Ding. Da kann man jetzt Endurance machen. Er hat einen Force auf der Hand. Ne, selbst wenn. Also. Ja, aber Force. Oder auch Force. Pitch Brainstorm. Das war's. Unangenehm! Aber ein sehr, sehr cooles Spiel. 2-0 für Doomsday. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Alter, ey, was ein...